Moin, liebe Ilos. Wir sind heute hier bei Bertis Bike Center in Kloppenburg. Heute mal in der Region unterwegs. Berti ist gerade neben mir und wir wurden nett empfangen. Das Wetter ist super. Ja, und wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall einen schönen Einblick bekommt. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig toll. Das Wetter ist klasse und der Tag wird rundum gelingen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich habe hier jetzt gerade dieses schöne Schmuckstück entdeckt. Das ist ja so ein Bambusrad, wie ich gesehen habe. Das hat ja auch so einen sozialen Hintergrund. Magst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, das sind zwei Studenten aus Kiel. Die haben sich zusammengetan und die hatten die Idee, Bambusfahrräder zu bauen. Und sind damit nach Ghana gegangen und haben dann eine Firma aufgebaut, wo sie unter sozialen Aspekten einen Kindergarten gebaut haben. Viele Arbeitsplätze für Leute in Ghana, die dadurch ihre Familien und alles abgesichert haben. Und ich finde das eine tolle Idee, weil es nachhaltig ist und wunderbar von der Qualität. Ja, ich finde, optisch ist das Fahrrad auch total der Renner. Also wer so ein Bambusrad noch nicht gesehen hat, die Maibus sind auf jeden Fall ein Eyecatcher. Und ich denke mal, dass ich dieses Rad jetzt direkt mit auf die Rallye-Strecke mitnehme und erstmal ein paar Testrunden fahre. Jetzt sind wir gerade in der Werkstatt von Bertis Bike Center. Das heißt, er hat eine eigene Werkstatt hier vor Ort. Wenn ihr mal ein Problem mit eurem Fahrrad habt, egal was es gerade hat, kommt vorbei. Auch hier seid ihr gut aufgehoben. Jetzt sind wir gerade hier im Fahrradverleih mit Dominika und Renate. Die beiden erzählen uns jetzt einfach mal, wie einfach es ist, bei Bertis ein Fahrrad zu leihen. Ja, wir haben ein paar Fahrräder hier zu verleihen. E-Bikes, E-Mann-Bikes und wie auch normale Räder. Man muss einfach hier uns anrufen und fragen, ob der Termin, wo sie das Fahrrad dann haben möchten, frei ist. Das geht dann weiter, wir schauen nach, das mache ich dann meistens im Kassenbereich und dann gucken wir nach, was frei ist und dann wird der Kunde eingetragen, dann kann er kommen, wird eingetragen, der Kunde bezahlt und kann damit los. Natürlich mit vorheriger Einweisung. Ja. So, ihr Lieben, unser Tag neigt sich heute dem Ende hier bei Bertis Bike Center in Kloppenburg. Auf den 2500 Quadratmetern findet ihr alles rund ums Fahrrad, also kommt unbedingt vorbei. Es ist für jeden was dabei und vor allem solltet ihr nicht nach Hause gehen, ohne ein Fahrrad getestet zu haben.